Verehrte Zuschauer, zum Sendeschluss noch einmal Meldungen der Hauptredaktion. Nach der Bekanntgabe von Geheimkontakten zwischen der amerikanischen Regierung und dem Iran wollen die USA ihre Bemühungen in dieser Richtung fortsetzen. Damit sollen vor allem Fortschritte für die Freilassung der im Libanon festgehaltenen amerikanischen Geiseln erreicht werden. Zuvor hatte Präsident Reagan eingestanden, dass Washington Militärgüter in den Iran geliefert habe. Es habe sich aber nur um kleine Mengen an Geräten und Ersatzteilen für Defensivwaffen gehandelt. Der iranische Präsident Khamenei hat unterdessen bestritten, dass es offizielle Gespräche zwischen Washington und Teheran gegeben habe. 4 Tage nach den jüngsten EG-Beschlüssen haben nun auch die USA Wirtschaftssanktionen gegen Syrien verhängt. Sie werfen dem Land Verwicklungen im internationalen Terrorismus vor. Zu den Maßnahmen gehören stärkere Exportkontrollen, ein Verbot von Kredithilfen und die Aufhebung des Luftverkehrsabkommens zwischen beiden Staaten. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Washington die Flugverbindungen zwischen den USA und Südafrika ab Sonntag 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit endgültig einstellt. Diese Maßnahme ist ein Teil des Sanktionspaketes gegen Südafrika, das der USA-Kongress Anfang Oktober gegen den Willen des Präsidenten verabschiedet hatte. Der SPD-Vorsitzende Brandt hat Spekulationen über Auseinandersetzungen zwischen ihm und SPD-Kanzlerkandidat Rau zurückgewiesen. Im ZDF sagte Brandt gestern Abend, es sei selbstverständlich, dass die SPD bei der Bundestagswahl im Januar die absolute Mehrheit anstrebe. Es gäbe keinen Machtkampf hinter den Kulissen. Der bisherige stellvertretende SPD-Geschäftsführer und Vorstandssprecher Clement begründete im ZDF seinen Rücktritt damit, dass jemand aus der Wahlkampfleitung nach dem Debakel der SPD in Hamburg die Konsequenzen zu ziehen hatte. Verwirrungen über das Wahlziel der Sozialdemokraten waren entstanden, nachdem Präsidiumsmitglied Bahr im Parteiblatt Vorwärts geschrieben hatte, die SPD kämpfe nicht mehr um die Mehrheit. Die Bundesregierung will jetzt der neuen Heimat helfen. Bundesbauminister Schneider erklärte der in Hannover erscheinenden neuen Presse, nach dem Rückkauf des Konzerns habe sich ein neuer Verhandlungsspielraum ergeben. Direkte Bonner Hilfen werde es zwar nicht geben, doch sei die Regierung bereit, eine Bürgschaft für NH-Kredite zu übernehmen. Nachdem der Aufsichtsrat der Gewerkschaftsholding BGAG dem Rückkauf des Wohnungskonzerns zugestimmt hat, erhält der Berliner Brotfabrikant Schießer für die ihm entstandenen Kosten 14 Millionen Mark. Er muss sie allerdings belegen. Der Bundestag hat die Erhöhung der Renten um 3,7% zum 1. Juli nächsten Jahres beschlossen. Da gleichzeitig die Krankenversicherungsbeiträge angehoben werden, bleiben unter dem Strich etwa 3%. Gegen die Stimmen der Opposition wurde ein Gesetzentwurf verabschiedet, nachdem sich Kassenärzte ab nächsten Jahres nicht mehr völlig frei niederlassen können. In ärztlich erheblich überversorgten Gebieten können dann zeitlich befristete Zulassungssperren für einzelne Arztgruppen erlassen werden. Außerdem haben die Abgeordneten dem zweiten Vermögensbildungsgesetz zugestimmt. Ab Anfang nächsten Jahres bietet es Arbeitnehmern die Möglichkeit, auch Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen zu erwerben. Der Schweizer Chemiekonzern Ciba Geigy soll mindestens 6 Tonnen hochgiftiges Atrazin in den Rhein geleitet haben. Das wäre 15-mal so viel, wie das Unternehmen angekündigt hat.